Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eigengrau und heute geht es um Sonntage. Tja, ein etwas weniger tiefgründigeres Thema als die letzten zwei Wochen, aber genau darum ging es ja eigentlich bei dieser Reihe, dass ich einfach über die Sachen quatsche, die mir in der Woche einfach so durch den Kopf gegangen sind. Und diese Woche habe ich irgendwie sehr viel darüber nachgedacht, wie ich früher Sonntage gehasst habe und mittlerweile Sonntage sehr zu schätzen weiß. In meiner Schulzeit und auch Unizeit habe ich Sonntage so dermaßen gehasst. Das war für mich der schlimmste Tag in der Woche. Denn man konnte irgendwie nichts machen. Also man saß irgendwie so ein bisschen zu Hause fest und dadurch war man dann halt gezwungen, alle Sachen für die Woche schon mal vorzubereiten und die Hausaufgaben oder Aufgaben, die man halt zu erledigen hatte, zu erledigen. Oder auch wenn montags irgendwie eine Arbeit oder halt eine Klausur oder was auch immer anstand, da musste man sich zwangsläufigerweise sonntags hinsetzen und dafür lernen. Während alle anderen normalen Menschen ihre Sonntage total genießen konnten. Mittlerweile bin ich in der glücklichen Position, dass ich keine Hausaufgaben mehr habe und keine Tests, auf die ich mich vorbereiten muss und dass all meine Arbeit, die ich zu erledigen habe, zwischen Montag und Freitag stattfindet. Dadurch kann ich mittlerweile die Wochenenden so genießen. Samstage sind bei uns wirklich so ganz klassisch diese, wir unternehmen was, wir sind unterwegs, wir fahren irgendwo hin, wir gucken uns irgendwas an, wir gehen einkaufen, was auch seine Nachteile hat, weil das irgendwie so ziemlich jeder an einem Samstag macht und es immer total überfüllt ist. Aber nach einer hektischen Woche und einem aufregenden Samstag kommt dann immer dieser wunderschöne Sonntag des Nichtstuns. Es ist einfach das Geilste, wenn man sonntagmorgens ausschlafen kann, so lange wie man will. Man hat nicht irgendwie im Hinterkopf, oh, ich muss ja noch dies machen oder das. Man pennt einfach. Und dann kommt dieses richtig geile Sonntagsfrühstück mit Tee und vielleicht noch gekochten Eiern und frischen Brötchen und worauf man Bock hat. Und man kann 3 Stunden am Tisch sitzen bleiben und dann am besten direkt vom Frühstückstisch zur Couch erstmal Netflix anmachen oder YouTube, erstmal da eine Stunde chillen und dann so ganz langsam sich vielleicht von seinem Schlafanzug in seine Joggingbuchse begeben, von seinem Schlafanzug-Oberteil in ein bequemes T-Shirt oder was auch immer. Und dann kann man den Tag einfach genießen und nur das machen, worauf man Lust hat. Und wenn man pennen will, dann geht man pennen. Und wenn man keine Lust hat zu kochen, dann bestellt man sich was zu essen. Und jetzt kann ich das halt so richtig gut genießen, weil ich weiß, dass ich keine Hausaufgaben zu machen habe und dass es keine Präsentation gibt, die ich vorzubereiten habe. Und es gibt keine Tests, die am nächsten Tag um 8.30 Uhr stattfinden. Und selbst wenn es Aufgaben gibt, die ich zu erledigen habe, dann weiß ich, das kann ich sowieso erst wieder am Montag machen, wenn ich auf der Arbeit bin. Das war's auch schon für heute. Mehr hatte ich heute eigentlich gar nicht loszuwerden. Nur die Einsicht, die mir diese Woche kam, dass ich Sonntage liebe. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder bei einem neuen Buchvideo. Und falls ihr darauf keine Lust habt, dann vielleicht wieder an der gleichen Stelle nächsten Mittwoch. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!